Offenbach. Abschlepper Benjamin Richter ist auf dem Weg zu einem Unfall auf der Autobahn. Wir fahren jetzt zu einem LKW-Auffahrunfall auf die A3. Das ist nicht bekannt, nur dass einer auf den anderen aufgefahren ist. Momentan kämpfen wir uns so ein bisschen durch die nicht vorhandene Rettungsgasse. Lässt den Adrenalinpegel natürlich etwas nach oben schnalzen. Weil wir sind ja bestrebt, die Autobahn wieder schnell frei zu bekommen. Aber das klappt momentan nicht ganz so. Jetzt in dem Fall, sag ich mal, die Autofahrer, die lernen es eigentlich recht gut. Wer es leider nicht lernt, das sind die eigentlich, die es am besten wissen müssten. Das sind unsere Freunde des Berufskraftfahrerspektrums, wie man hier sieht. Drei Spuren hinter und die LKW stehen auf der zweiten Spur. Das ist eigentlich meiner Meinung nach so ein bisschen ein No-Go, ne? Weil die LKWs können halt, wie gesagt, sehr schwer zur Seite fahren. Wir kommen halt auch sehr schwer an den Kollegen vorbei. Ein LKW und ein PKW sind zusammengestoßen. Benjamin Richter kümmert sich um den LKW. Die Feuerwehr räumt bereits auf. Mein Job ist in der Hinsicht sehr gefährlich, sag ich mal, gerade auf der Autobahn. Der fließende Verkehr, wenn der an einem vorbeifährt. Man muss also immer, sag ich mal, ein Auge nach hinten haben, ein Auge nach vorne haben bei der Arbeit. Ich sag mal, ich vertraue da immer so ein bisschen an das fahrerische Können der Verkehrsteilnehmer. Öfters wurde man natürlich schon enttäuscht, aber ja, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Ja. Mit dem Großen zur Auto auf die Autobahn müssen wir, ich sag mal, ein-, zweimal die Woche auf jeden Fall. Aber da sind es zum Glück, sage ich jetzt mal, nicht Unfälle, sondern eher die Pannen oder technische Defekte, sage ich jetzt mal, wo LKWs abgeschleppt werden müssen. Kommt ja auch vor. Aber ein-, zweimal die Woche ist auf jeden Fall. Ich versuche jetzt das Hebesystem zu montieren. Stellt sich bei manchen LKWs nicht so einfach dar wie bei ihm jetzt hier, weil vorne das Gewinde immer wetterab ausgesetzt ist und da die ganzen Gewinde immer sehr sich zurotzen. Deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen nachschneiden, damit wir unser Hebesystem montieren können. Wir müssen die Aufnahme in das Gewinde reindrehen. Und trotz Nachschneiden gestaltet sich das etwas kräftezehrend, wie man sicherlich an den langsamen Bewegungen mittlerweile sieht. Bevor Benjamin Richter die Zugmaschine an den Haken nehmen kann, müssen die Kollegen auslaufende Flüssigkeiten mit Bindemittel entsorgen. Der Auflieger ist relativ voll beladen. Die Ladung ist nach vorne gerutscht. Das heißt, das ganze Gewicht ist vorne auf der Stirnwand, drückt den LKW natürlich nach unten. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Stützen hochgekurbelt kriegen, dass wir einen Spalt kriegen, dass wir den dann rausziehen können. Und wenn wir ihn rausgezogen haben, dann müssen wir die Gelenkwelle ausbauen, weil wir im Getriebe eine Ölpumpe haben, die, wenn der Motor nicht läuft, darf die sich nicht drehen, sonst haben wir einen Getriebeschaden. Ah, so im Großen und Ganzen macht es ja Spaß. Ja. Klar ist das ein bisschen mehr Quälerei, aber es muss ja gemacht werden. Ne? Wie in anderen Berufssparten auch.
Und wie gesagt, es regnet zum Glück nicht. Der Boden ist nicht nass. Es ist noch vertretbar von den Temperaturen her. Also ich sag mal, das, was wir jetzt hier machen, ist jammern auf hohem Niveau. Es ging vorne schon so scheiße mit dem Reindrehen, ey. Okay. Alles komplett verrotzt. Eine Gelenkwelle wiegt zwischen 12 und 25 Kilogramm. Du magst dich, prügel mich nicht drum. Mal vormachen, zurück. Ist verarschen oder was? Warte, dann wird die noch. Ich roll sie hier raus. Weil Salz, Wasser, Dreck, mit der Zahn der Zeit nagt er an dem Metall und dann gehen die Schrauben halt nicht auf. Ne? Also man sieht auch noch, das Blaue ist auch noch eingeklebt zusätzlich. Und dann sieht man, wir haben sie komplett kaputt gedrückt, weil wir sie nicht rausgekriegt haben. Ja? So kann es halt auch mal laufen. Damit beim Pannen-LKW die Bremsen nicht blockieren, muss Benjamin Richter ihn mit Druckluft aus seinem Abschlepper versorgen. Wir probieren es jetzt noch mal vorne über den Anschluss. Hinten hat es nicht funktioniert. Deswegen gehen wir jetzt noch mal vorne dran, probieren. Dann müssen wir mal gucken, ob wir Glück haben. Sehe ich erst, wenn ich ins Cockpit gehe. So. Luft nimmt er an über die Anschlüsse. Benjamin Richters Kollegen hängen die Wechselbrücke des Unfallgespanns an eine Zugmaschine, damit diese von der Straße kommt. Benjamin Richter nimmt den verunfallten Schlepper an den Haken. So, alles klar, wir haben alles abgebaut, was runterfallen könnte. Wir ziehen von dannen, wir packen's. Und der Verkehr auf der A3 kann wieder ungehindert fließen.